Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2. Ja, mit den Römern und ja, der hat mich gerade voll getrollt. Aber, also problematisch ist, dass ich jetzt mit einer Armee nur da bin und dass ich mit einem Gewaltmarsch rein bin. Das heißt, dass die Moral nicht so gut ist. Also ich habe ein paar Male jetzt, aber ich hoffe trotzdem, dass ich das schaffen werde. Die Frage ist natürlich, woher die anderen kommen. Vorteil ist halt, dass ich so, also jetzt gute Pferde habe. Die bleiben dann hier und schauen, was sie tun können. Die Aufstellung ist nicht Bombe, aber ich denke mal, dass sie funktioniert. Ist halt auch die Frage, wo die Verstärkung herkommt. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Genau, einmal von da, einmal von da. Natürlich, die wollen es ja auch nicht zu leicht machen. Grübel, grübel, grübel. Grübel, grübel, grübel. Ich warte noch, bis die alle hier drin sind. Mache ich den Kessel zu. Ist halt auch die einzigste Möglichkeit für mich, hier wirklich zu gewinnen, ist mit Kesseln arbeiten. Natürlich hat er das gemerkt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, jetzt muss ich hier. Okay.
Okay, das ist in Ordnung. Unser General wird angegriffen. Shit. Das ist jetzt nicht in Ordnung. Ja, was mache ich jetzt? Ah. Das mache ich jetzt. Männer wanken. Hilfe, Hilfe. Sind meine Kavalleristen noch rausgekommen. Ja, ich stolz. Das macht den mal fertig. Willst du dir mal bitte platt machen? Das ist nur ein kleiner Schwuchtelig. Entschuldigung. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Du hast viel, viel zu lange gebraucht. Viel zu lange. So, die da reiten jetzt nach da. Die da reiten nach hinten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Entschuldigung, ich kann gerade echt nicht reden. Aber. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Echt wo? Ja, wow, das sagt mir gerade viel. Irgendwo auf dieser Karte, in dieser Richtung, ist jemand umgekommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, das ist nicht ganz so gut. Hier gehe ich jetzt mal dahin. General, willst du auch noch mal boom reinhauen?
wäre ganz angenehm. Ja, hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Also, die Front ist schon mal safe. Mein General auch. Ja, dann, der hat halt nur noch 7 und der hat 10 und ach. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich habe gar nicht gesehen, dass die gewankt sind. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Also nicht, dass die fliehen, aber... Ah, das ist schon mal... Gut, dass hier die Einheiten so... Das wollte ich eigentlich nicht. So. Das sind halt Pikiniere. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. So, dann reiten wir mal wieder außen rum. Das kennen wir ja schon. Ah, Kavallerie ist so, so wichtig. Die gesamte Einheit ist umgekommen. Genau, und jetzt drehen sie sich in letzter Sekunde noch um. Ah, doch nicht. Okay, krass. Ich halt, normalerweise drehen die sich dann sofort um. Und ja, es ist alles tot. So, ja, also, ich gewinne, glaube ich, das Ganze noch. Aber mit Riesenverlusten. Ich reite die einfach jetzt mal um. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, jetzt.
Oh, fuck. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Meine Einheiten sind weg. Nein. Ah, je, oh je, oh je. Okay, das ist jetzt sehr schlecht. Das ist jetzt schlecht. Das ist schon mal gut, dass der alleine herkommt. Oder fast alleine. Okay, das hat auf jeden Fall gereicht. Boah, wie mache ich das jetzt? Wie ich das jetzt machen soll? Ich muss halt versuchen, dass der irgendwie einzeln geht, wie gerade eben halt. Die sind halt noch total voll, ne? Oh Gott, danke, danke, danke. Jetzt stellt er sich auch noch clever auf, oder was? Was ist denn da los? Okay, vielleicht bekommen wir den auch jetzt. General!
Shit. Ah, das war. Das war. Uiuiui. Was gut ist, der ist jetzt alleine. Ich komme da nicht vorbei. Gut, also. Einer ist weg. Ein paar sind noch da. So, die sind jetzt halt auch total erschöpft. Sehr müde. Sehr müde, okay. Aber warum? Weil die Informationen. Nee. Tja, und jetzt? Ich warte mal. Und das ist halt noch so eine Generalseinheit. Ich könnte versuchen, da vorbei zu glitschen. Wenn der mein General haben will. Ah, die sind halt auch sehr müde. Die sind halt auch sehr müde. Hm. Ich muss halt eigentlich warten, bis die wieder normal sind. Also normal draußen sind. Oh Mann. Wieso mussten meine auch fliehen? Oh Mann. Wenn die hier noch ein bisschen länger ausgehalten hätten, dann hätte ich Amboss spielen können. Da, 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 da. Das Problem ist, dass die noch so viele sind. Auch eigentlich alle für jeden einzelnen, aber wenn ich alle auf eine Seite tue. Ach komm, jetzt erholt euch mal. Ihr macht doch gerade gar nichts. Ja, das Problem war auch, dass der General so lange mit den Fernkämpfern da hingebraucht hat. So, ein bisschen blöd. Okay, müde. Außer Atem, müde. Sehr müde. Alter, die mussten ja richtig fertig gewesen sein. Der geht einfach langsam. Okay, dann probiere ich es mal. Mit den Hopliten hier. So, super. Das hat auf jeden Fall schon mal richtig weh getan. Dann gehe ich noch mal kurz raus. Und dann gleich noch mal rein. Müde. Und noch mal reinchargen bitte. Ja, ganz in Ordnung. Super, gut. Oh. Entschuldigung, dass es jetzt so lange dauert, aber ich will diese Armee behalten. Weil ich glaube nicht, dass die vollständig verliert. Beziehungsweise, dass ich die Einheiten vollständig verliere. Müde, außer Atem. Sehr müde, okay.
Also weil die mal jetzt rauszutreiben. Uiuiuiui. Nein, die Folge ist auch schon wieder so lang. Obwohl nichts passiert. Und das ist es halt, man muss versuchen, den Gegner ja zum ja, ihn dazu bringen, dass er seine Armee teilt. Und ich glaube, also hier geht das, wird es nicht mehr funktionieren. Warte, ich versuche mal eben das wieder einzunehmen. Ja, vielleicht versucht er dann das wieder zurückzunehmen. Aktiv. Okay, also langsam erholen sie sich. Das ist schon mal gut. Also der da muss halt... der ist schon Gold. Das ist halt super. Ich muss halt ja jetzt versuchen, mit denen anzugreifen, also mit den beiden zuerst zu chargen. Die haben jetzt quasi den fetten Amboss. Die haben jetzt mach's mal ganz schnell. Okay, außer Atem ist in Ordnung. Die da sind halt heftig. Leinpanzerschwerke. Uiuiui, warte, da passiert gerade was. Da passiert gerade wieder was. Und zwar was Gutes. Genau, gleich wieder raus, weil wenn der tot ist, dann kann ich es gleich vergessen. Ist halt ja schon abartig, dass die Pikniere trotzdem ihre Phalanx anmachen können. Auch wenn die halt in so enger Enge quasi kämpfen. Okay, die da werden halt nochmal richtig heftig. Ja, schau, der hat mich jetzt eigentlich voll aufgerieben, obwohl ich ihn ohne Phalanx erwischt habe. Also rein theoretisch. Oh Gott. So, dann wollen wir mal schauen. Also er ist auf jeden Fall schon mal angekratzt, aber er hat halt noch volle Stärke.
Gut, ich habe motivieren. Warte mal, ich schau mal kurz. Nahkampfabwehr ist halt weniger. Okay, aber ich habe gerade 3-3. So, von allen Seiten rein. So, come on. Das muss jetzt reichen. Danke. Oh, was für eine Schlacht. Was für eine Schlacht, Mann. Boah. Ja, aber also, es zeigt halt, wenn, ich habe 1800 aufgestellt und 1600 verloren. Puh. Alter. Genau. Aber der hat das Doppelte aufgestellt und die Hälfte von sich selbst quasi geht. Aber ja, wow. Boah, das ist halt richtig, richtig bitter. Richtig bitter. Aber das war sein letzter Fehler. Weil jetzt hat er keine Armee mehr. Voll in die Eier, ja. Sehr gut, das gefällt mir. Jetzt hat er nämlich keine Armee mehr. Doch, da. Super. Oh, Mann. Nein, ganz ehrlich, ich mache euch jetzt sowas von platt. Er macht mich platt. Nein, macht er, von wegen macht er mich platt. Das sind zwei Armeen. Ich habe hier eine ganz in Ordnung Armee, aber ich habe so viele Katapulte. Was will der? Ja, komm, das machen wir nächstes Mal. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Entschuldigung, wenn... Also, es war jetzt eigentlich nur eine Schlacht. Aber, ja, es war sehr wichtig, dass ich die gewinne. Und ja, dadurch hat er drei Armeen verloren, also eine Fullstack und zwei halbe, also eigentlich zwei Fullstack-Armeen. Und er hat jetzt nur noch, also Makedonien hat jetzt nur noch oben eine Fullstack, die kann ich mit einer Armee aufreiben. Die andere geht dann, ja, mal schauen. Also auf jeden Fall werde ich nächste Runde Pella erobern. Die da könnte sich auch um die Fullstack-Armee kümmern. Und jetzt erstmal gegen die 3800. Ja, ich glaube, ich habe da wirklich kein Problem. Ich werde mich da wahrscheinlich, also vielleicht, also mal schauen, wie sich der Zukunftstobi entscheidet, aber ich werde wahrscheinlich versuchen, eine Falle zu machen, also die Einheiten rauszulotsen, die da kommen hinterher und genau, hier baue ich auf, von hier, hier sind die Katapulte und schießen seitlich und hinten rein, also ja, das sollte passen. Gut, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Jetzt wird es nämlich langsam spannend. Bye, bye.